Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt zusammen mit Balui und Miri. Dieses neue Projekt, da habt ihr schon eine kleine Folge gesehen gestern. Kann das sein? Hierbei handelt es sich um SkyQuest 3 zusammen mit Pokécraft. Und Expedition. In einem Flugzeug in der Wüste. Ich würde sagen, wir connecten einfach mal rein. Ja, los geht's. Wir haben also, die erste Staffel ist leider nicht sein so gut gelaufen. Die erste Staffel, du musst das Staffel 1 nennen. So, ja, oh. Das war Staffel 1. Oh, wow, tut mir leid, Leute. Oh, also die Todespfeile sind noch alle da. Ja, bei mir da auch. Da müsst ihr einmal, das müsst ihr selber wegmachen. Wie geht das denn? Wie mache ich die denn weg? Wie mache ich die Map auf? Nicht mit J fast. Drücken. J. J, wie Map, richtig. Und dann einmal Escape drücken, dann kommst du diese, und dann hast du oben rechts Waypoints und die musst du alle was removen. Was muss ich drücken? J. Ja. Und dann hast du oben rechts, hast du jetzt eine Map, ne? Ja. Dann oben rechts gibt es Waypoints. Hab ich nicht. Ja, dann drück mal Escape. Ach so, ah. Dann Waypoints oben rechts und dann musst du die alle removen. So, meine Damen und Herren, willkommen zu Stranded. Gefunden? Nein. Wenn du jetzt J drückst, hast du die Map. Oben rechts, aber ganz rechts war es trotzdem nicht. Ja, aber es ist oben rechts. So, wir machen jetzt Arbeitsteilung. Erstens, wir benutzen nicht das Wasser da hinten. Darf das ich wäre das gut. Trinken? Oh, ja, wir dürfen auch das dürfen wir auch nicht trinken. Bitte? Ja, jetzt, wo du so lieb ich jetzt schon anfange, ich muss jetzt schon lachen, obwohl es gerade angefangen hat. Das ist echt ja, nicht so weil wir Profis sind. Übrigens, wir sind immer noch in den Streams momentan. Ja, genau. Da kann man gerne auch vorbeischauen. Und die Tür lassen wir dieses schön. Mal auch? Die Tür ja, lassen die Tür. Wir die lassen wir in Ruhe diesmal, ja. Okay, Katze und Miri, ihr beiden kümmert euch bitte um die Wand, ja? Okay. Und ich mache die Quests. Wie machen wir die Wand denn? Auf das Raumschiff meinst du eine Schicht Sand? Nee, um das Raumschiff komplett rum und dann versuchen, innen drin auszulichten. Das über schafft Holzkohle. Ihr doch gar nicht. So viel Nein, Licht haben wir doch gar nicht. Groß. Ich würde einen kleinen Bereich erstmal machen. Ja, ich auch. Einen kleinen Bereich hier vorne und dann... Und dann mache ich hier oder wir machen so einen Tunnel, wo wir aus der Tür aus dem Raumschiff rausgehen oder irgendwie sowas. Also zuerst müssen wir erstmal eine einzelne Warte, wir Nacht müssen erstmal eine schaffen. Party gründen, Leute. Ich mache jetzt erstmal eine Party. Ich will aber keine Party mit dir. Create Party. So, und jetzt invite ich euch. Hast du schon? Ja, habe ich. Katze auch. Warte. Dann Party, join, fertig. So, Miri hast auch gejoint? Yep. Gut, so, auf geht's. Wow, ich habe schon die erste Quest geschafft. Ich bin immer noch verwirrt. Oh. Ich darf jetzt die Loot-Chest aufmachen. Oh, ich habe, weißt du, Katze, noch? Deine Sachen waren gut, die ich gekriegt habe. Ich habe Netherbrick Fences gekriegt. Cool. Das ist geil. Das ist sehr geil. Das können wir auf dem. Wie viele? Drei Stück. Drei Stück bringen uns leider nicht weiter. Tut mir leid. Wenn das jetzt 50 gewesen wären, hätten wir eine Mauer bauen können. Ja. Wie mache ja. ich denn das mit dem Schiff? Das ist ja so abgerundet. Keine Ahnung. Lass dir was ein. Du bist nicht hilfreich. Leute, es ist gerade dunkler geworden. Wie dunkler? Es ist... Wenn ich unter einem Baum stehe, ist es dunkler. Oh. Wieso wird das dunkler, Mann? Ich dachte, jetzt kommt was Hilfreiches. Dunkel geworden. Miri, nicht so böse. Dunkel, wenn ich unter einem Baum im Schatten stehe, wurde es dunkel. Alter, die Klappe, Mann. Wenn ich meine Hände vor die Augen mache, Miri! Dann wird es dunkel. Miri! Dann dunkel? Oh Gott, ihr seid scheiße alle beide. Wenn ich die Augen zumache. Hallo, ich höre euch noch. Ihr seid blöd. Nein, ich bin Katze. Nein, ihr seid blöd. Nein, ich bin Katze. Ja, kannst so viel Katze sein, wie du willst. Ich habe übrigens drei Flaschen Wasser. Möchte eine zum Auffüllen? Ich könnte uns ein Dach bauen. Aus Kakteen. Ah, nein, aus Sand. Was? Okay, das war jetzt vielleicht nicht ganz verständlich. Nein, mal das mal bitte als Bild. Hier, guck. Ein Dach. Ich hab nicht genug Kaktussen. Wieso hält das denn, hä? Das ist Schüssel-Sand. Ach so.
Ja, aber das hilft ja nicht. Wir müssen da ja Dings drauf pflanzen können. Doch, theoretisch schon, aber wir können halt nichts drauf pflanzen, das ist das Problem. Ja, und außerdem muss es ein Zickzack-Monster sein, damit wir es nutzen können. War Items gerade im Game-Mode? Weiß ich nicht. Items warst du im Game-Mode? Nicht, dass ich wüsste, warum. Weiß ich nicht, weil das einer fragt. Du böse Katze. Was denn? Weiß war nicht. Doch gar nicht im Game-Mode. Ja. Was soll manche Leute leiden unter Halluzinationen. Ihr könnt doch nicht einfach Katze flämen. Ich komme vorbei und beiß euch ins Schienbein. Ich habe im Übrigen einen Apfel. Irgendwie... Habe ich so ein Déjà-vu. Heißt das aber, dass wir jetzt gleich über Nacht hier draußen bleiben können? Das heißt, dass wir draußen bleiben müssen, weil wir dadurch die Spawnzone um uns herum verkleinern. Direkt neben uns kann nicht spawnen, sondern nur in ungeladenen Dingen. Ja, aber es sieht so aus, als wenn das ziemlich nah an uns dran spawnen konnte, oder? Ja, wir müssen noch drinnen im Flugzeug die Lampen so umändern, dass wir drei Lampen draußen zum Ausleuchten noch zusätzlich nehmen können. Innerhalb und außerhalb der Mauer sollen wir Half-Steps platzieren. Ja, ja, damit da kein Sand draufkommt. Aha. Hast du was, um die zu bauen? Nee. Ich mach gerade hier Quests. Ja, lass mich in Ruhe. Oh. Außerdem fängt es an zu winden, wenn ich das richtig sehe. Nein, bitte nicht jetzt schon, Sandsturm. Wir waren so nett. Wir haben kein Wasser abgebaut. Wir waren so nett zu dir, Wüste. Ich sterbe übrigens jetzt bald an Hunger. Aber ich habe die Mauer so gut wie fertig. Du sollst auch nicht sprinten, Mann. Tu ich doch gar nicht. Ich sag ja, aber was kriegst du dann Hunger? Weil du so lecker aussiehst? Oh. Fehlt das? Wer kann auch nicht schlafen? Ich. Au. Ich. Hier kommt nicht durch, bedeutet, das war awesome, Katze. Das war so awesome, warst du das letzte Mal 1942. Da hast du nämlich noch gar nicht gelebt. So awesome war das gerade. So. Da, das Ding ist fertig. Miri, hast du genug deine Mauer fertig? Ja, quasi. Warum? Mach dich nicht über Miri lustig. Wo ist denn da jetzt die Mauer, bitteschön? Da fehlt Mauer an deiner Mauer. Ich bereite es vor. Okay. Der Wille zählt. Nicht über meine Freundin lustig, Mann. Ja, ist das klar? Ja. Gut. Erinnert nichts daran, dass da keine Mauer steht. Ich Miri! Bereite es vor. Was hast du getan die ganze Zeit? Ein Dach gebaut. Wir brauchen kein Dach. Ist es schon Nacht? Es wird auf jeden Fall bald Nacht. Ja, bald wird's Nacht. Eine Quest. Fähig. Das Problem ist, das kann halt direkt weggeweht werden. Das bringt uns also nicht weiter. Wir müssten Sand dafür farmen. So, hallo Julia, ey. Wir müssen im Übrigen 50 Zombies töten, dann kriegen wir eine Belohnung. Ja, dann brauchen wir aber zu die Tinkers-Sachen. Die müssen wir dann gleich mit Holz machen. Ja, ja. Bitte UHC. Ich glaube, da hat jemand nicht ganz verstanden, was da Tatsache ist. Soll ich im Übrigen die Tinkers-Sachen diesmal ins Raumschiff stellen? Ja, bitte. Nee. Aber hier laggt's noch. Hier müssen wir den ganzen Scheiß wegmachen. Ja. Wie viel Uhr haben wir es gerade in Game? Weiß das jemand? Hat jemand eine Uhr mitgenommen vorm Crash? Ja, die habe ich leider vergessen. Es ist, warte. Nord-Süd. Nord-Süd. Nordwest. Die Windrichtung. Also ich will nicht sagen, aber ihr habt ungefähr noch eine Minute bis Sonnenuntergang. Wenn überhaupt. Okay. Das kriegen wir hin. Wir schaffen das. Ja. Hör auf, hier Panik zu schieben. Wir schaffen das. Vielleicht solltest du hier schon mal das Licht verteilen, Katze. Ja, das Licht verteilen wird jetzt das Problem werden, weil ich muss oben erstmal noch eine Mauer bauen. Ich hab dir Sand... Oh, du hast auch Sand gebracht. Oh, Entschuldigung. Ich wollte nicht im Weg stehen. Was geht? Das heißt, dann versuche ich, hol ich eben Licht, bevor es gleich hier bei uns überall spawnt. Ein Licht. Das Problem ist, die können halt immer noch auf der Mauer spawnen, aber das soll jetzt sein. Zwei Licht. Das ist halt eine kleinere Spawnfläche. Da können wir theoretisch an jeden zweiten, wenn das sowieso mit Sand ist, kann ich theoretisch einfach an jeden zweiten noch einen Kaktus setzen. Es wird dunkel, Leute, es wird dunkel.
Wie komme ich jetzt wieder runter? Ich habe so Angst, ne? Hier hinten ist, glaube ich, eine Mauer, Treppe. Na. Wie viel Lichter habe ich noch? Eins, ja? Diese Mauer, wieso habt ihr sie so riesig gebaut, Mann? Das kriegen wir nicht alles abgedeckt. Ich war effizient, hallo? Mods man nicht? Mann, das ist zu viel für einen Anfang. Oh lol, ich bin außerhalb der Mauer. Ja, das ist doof. Ist hier nur ein Licht drin? Ja, ein Licht hilft mir nicht. Okay, runter. Es hört sich an, als würde ein Sandsturm aufziehen. Ja, ich weiß. Ja, ich habe auch das Gefühl. Können wir mit dem Sand theoretisch blockieren? Ich blockiere dich gleich. Ja, mit den Half-Slaps, genau. Mit den Half-Slaps können wir blockieren. Baut euch so einen Sand ab und deckt einfach jeden einzelnen Teil, wo was spawnen kann, noch. Aber wir können hier nicht dranlegen an die Kakteen. Ja, warte, genau. Gibt's F4? Nee, warte, wie ist die Taste hier? F7, okay. Oh, da ist aber noch viel. Ach du Scheiße. Aber gelb ist nicht so dramatisch, oder? Doch, ist doch dramatisch. Gelb ist halt das bei Nacht dann, dort, was definitiv spawnen wird. Wenn es rot ist, dann spawnt es auch tagsüber. Einfach die Bereiche, die am weitesten weg sind, wahrscheinlich am besten, oder? Alles innerhalb der Mauern, innerhalb der... Sonderlich viel gibt's aber nicht von dem Sand. Nicht genug. Nicht genug. Ja. Doch, hier noch. Das Problem ist, da hinten fehlt im Prinzip Licht. Wir müssen halt gucken, dass wir die hinteren Sachen irgendwie abdecken. Okay. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, Baluin. Ja? Die gute ist, die Mauer steht... Ja. Und ein und für sich sieht alles gut aus. Die schlechte ist, ich bin mir nicht sicher, ob wir die Nacht überleben. Aber ich bin mir sicher, dass ich gerade den Vollbildmodus geschalten habe. Wir also können aber zur Not ins Raumschiff diesmal gehen und da weitermachen. Wir verteilen uns einfach hier auf der Fläche, dann spawnt um uns rum nichts. Ja. Wer ist im Übrigen gerade fast am Verhungern? Ich hätte Äpfel. Ich bin fast am Verhungern. Jetzt ist mein Ding hier kaputt. Gerade, jetzt bin ich im Fullscreen. Bin ich vom Fullscreen wieder weg und ich kann mein Spiel nicht mehr maximieren ohne Fullscreen jetzt. Bedeutet, meine Auflösung ist jetzt gerade völlig im Eimer. Was sind das für Dinger? Guck mal, das sind so fliegende Dinger. Da draußen, das ist ein fliegendes Teil. Oh, süß. Oh, eine Bliss. Nein, das kann hier rüberfliegen. Und ich habe hier in der Nacht jetzt gerade das Problem, dass die Abmessung von meinem Klienten jetzt völlig im Arsch ist. Läuft bei uns. Warum da? Ist das so verarscht? Da hinten ist einer das? Mit einem Nametag. Da hinten ist ein Name, der auf uns zukommt. Ist das gut? Der ja, das mag ist gut, uns. Miri. Wie heißt er denn? Ich muss in Fullscreen-Modus gehen, ganz kurz. Das war wieder drin jetzt. Keine Ahnung. Heißt er Günther? Heiliger, Alter. Ich habe mir jetzt hier gerade übelste Probleme. Ich hoffe, ihr seht das trotzdem es noch kommt, ganz gut. Es kommt her. Compressed Hust heißt es. Yes. Dankeschön für deine Fühlschüsse. Ich habe meine Quest geschafft. Bleibt ihr jetzt hier draußen? Ja, wir gucken halt, dass hier nichts spawnt. Solange bis halt was spawnt, dann sind wir weg vom Fenster. Richtig. Wir verteilen uns, dass an den Alter, hier sind Zombies spawnt, am Start, aber richtig. Wie soll ich denn den scheiß Silkwurm gucken? Gucken. Was? Indem du mit Holz... Oh, wir müssen erst Sieve bauen und... Wurden, oh nein. Wir müssen zuallererst mal hier hingehen und irgendwann ein Oak-Ding bauen. Hier, Oak-Crucible. Keine Tonne, sondern Crucible. Oak-Crucible. Angucken, bauen. In dem können wir Kaktus zu Wasser machen. Was? Oak-Crucible? Du laberst doch. Da kann man Kaktus zu Wasser drin machen. Yes. Aber ich habe halt immer noch das Problem, dass ich hier mit meinem Klienten gerade nichts sehe. Okay, das kann ich dir bauen. Alter, ich muss den Klienten neu starten für den Mill. Mill? Was ist Mill? Für den Mill, du Baum! Mill. Es braut sich was zusammen über uns. Alter, können wir bitte hier... Warum mobbt mich das? Warum muss das Boogie sein? So, hier hast du ein Oak Crucible. Und jetzt? Bauen wir Kaktus. Dein Ernst? Ja, baut die Mauer ab. Da ist doch so viel um uns. Dann haben wir noch Kaktus übrig. Das Problem ist, ich muss hier eigentlich in einen Wurm rein, weil wir brauchen mehr Dings. Mehr Erde. Ist das hier noch wie in Crash Landing? In Agrarian Skies? Das heißt einfach hier so eine blöde Tonne? Was? Ja, ich denke schon.
So, auf hier so eine blöde Tonne. Ein paar Sapling reinschmeißen. Ja, okay, immerhin das ist noch gleich geblieben. Miri, was machst du? Du stehst gut rum, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was tun soll. Hast du noch Holz für mich? Mhm. Alter, diese Dimension hier. Ich reg das auf. Ich kann das Ding nur im Fullscreen spielen gerade. Da, hast du Holz. Jetzt habe ich es im Fullscreen. Ja gut, dann ist es halt komplett Fullscreen jetzt. Und okay. Ah, so, hier, das. Folgendes. Da machen wir noch Drying Max. Mit dem Namen? Hey, lassen wir ihn. Es hat gerade geblitzt über uns. So, da ist Drying Rack. Könnte das eigentlich schon von der ersten Folge gewesen sein, von der zweiten? Keine Ahnung. Ja, ich weiß es halt auch nicht. Okay. Willst du das abmoderieren zwischendrin? Ja, gut, dann mach. Ich würde es jetzt einmal kurz abmoderieren und dann würde ich danach mal eine große XXL-Folge machen, aber damit Folge 1 nicht nee, hier kommt. Nee, ich würde es halt einfach so cutten, ohne dass man es jedes Mal ab- und anmoderiert, aber gut. Ach so, können wir auch machen. Musst du wissen, wie du willst. Können wir auch machen. Ja, zumindest während wir streamen. Danach ist die halt Folgen können wir dann nochmal machen. Ja. Dann machen wir es. Sag einfach, wie lange die Folgen sein sollen. Mit dem Namen? Wie sieht der aus? Hallo? Gut, dass wir nicht ganz so auf den Kopf gefallen sind hier. Nee, nicht ganz so. Was? Katze, du kriegst Schaden die ganze Zeit. Ja, weil ich verdurste. Du verdurstest, Mann, hier sag doch was. Balu, ich verdurste. Voll Depp. Nein, Katze. Könntest du mir die Flasche behalten? Okay, mit der Flasche nehme ich jetzt hinten das Wasser aus der Quelle, oder? Ja, das ist eine gute Idee, Miri. Okay, danke schön. Soll ich eigentlich den Baum fällen? Oh, guck mal, das weiße Ding. Nein, den rechten nicht. Ich glaube, der ist von was befallen. Den rechten nicht töten. Nein, lass das. Ich glaube, der ist von was befallen. Ich glaube, ich bin... Nein, ich denke, ich hau dich. Den brauche ich. Wir müssen hier den. Ein Staubsauger, das ist eine super Idee in der Wüste. Danke für den Kommentar. Du bist ein Mülleimer, Mann. Nein, der mit dem Namen ist gestorben. Er steht sogar im Chat. Den habe ich gerade dezimiert. Der muss für irgendwas wichtig gewesen sein. Typisch Frauenmänner arbeiten und Frauen stehen rum, sagen, was sie machen sollen. Daher kommt das mit dem Staubsauger. Da ist das mit dem Staubsauger. Gib mir Staubsauger. In der Wüste, das ist ein super Vorschlag. Damit bin ich eine Weile beschäftigt. Dass Alter, der eine wurde über die Mauer gebackt. Du kriegst das die schon hin. Die backen sich über die Mauer. Die kommen über die Mauer. Warum? Mauer ist nicht hoch genug an der Stelle. Nein, nein, nein. Oh oh. Katze? Katze? Leute, die haben eine Schwachstelle. Katze! Weg. Ich glaube, wir müssen gehen. Wir müssen die Schwachstelle schließen. Das mal Punkt Nummer 1. Jetzt. Schwachstelle ist zu. Okay. Dann müssen wir nur noch die paar Zombies hier töten. Easy. Okay. Wer hat das schon wieder verbrochen hier, Mann? Ihr wart die Mauerkonstrukteure, ich war da nicht für zuständig. Das ja, war die haben sich an einer Stelle so gesteckt, dass da 50 stehen, Balui. Er kann ja nichts mehr. Jetzt kann er damit rechnen, dass die sowas machen. Wird. Au, 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 aber au! Hier, Kakteen! Ich hasse es, in Fullscreen zu spielen. Das leckt einfach. Bin den Kakteen reingerannt, Mann. Ja, der ist ja sowieso so gut wie tot. Alter, ich hasse diese Lecks. Wir müssen unbedingt dieses Raumschiff deschisselisieren. Vorsicht. Am besten reißen wir das Raumschiff irgendwann ganz ab, oder? Ja. Brauchen wir sowieso noch eine Zeit nicht mehr. Sollen wir damit wieder zurückkommen? Hier ist es kaputt, Flügel gebrochen. Ja, ich wurde erwischt. Da kämpf lieber, Mann! Was denn? Wo glaubst du, wo ich den Kopf her? Ich hab noch ein halbes Leben. Halbes Herz, Mann. Dann lass dich nicht töten. Ja, dann höre ich halt auf, halbherzig durch die Gegend zu rennen. War der schlecht, Mann. Das wird Tag, Leute. It was funny, because it's true. Wir haben die erste Nacht überlebt. Ich bin sehr stolz auf mich. Wir haben die erste Nacht überlebt, ja. Und ich habe jetzt gerade so dermaßen die. Dazu ein Apfel. Wir haben auch einen Apfel. Das ist auch ein Apfel. Leute, ich bin gleich wieder da. Ihr habt die Schnauze voll hier. Das ist eine Hexe. Ich habe die Schnauze so derbe voll, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die kommt nicht rein, keine Sorge. Okay. Spannend. Blutest. Ja, aua. Balui baut am besten gleich schön. Ja, wir haben Katze dafür, keine Sorge. Gleich schön bauen. Mit allem, was wir zur Verfügung haben. Ja, mit Kakteen. Kakteen und Sand. Bitte baut direkt schön. Das wird echt schön. Ich denke, das wird wirklich schön. Oh Mann.
Ah, stirb, Hexe, stirb, stirb, stirb. Ich muss aber auch mal gerade was machen hier, die Grafik. Also irgendwie machen wir mal die creased Partikel. Sobald du einmal im Vollbildmodus bist, fuck dich das Ding komplett ab. Deswegen habe ich jetzt kurz neu gestartet. Mach mal die Renderdistanz ein bisschen runter. Ja, das habe ich auch gleich am Anfang gemacht. Komm, so. Hexe, stirb. Nein, habe ich jetzt erst auf Disconnect gedrückt, Mann. Wo seid ihr alle hin? Du schaffst das schon alleine. Wir kommen wieder, wenn du eine ordentliche Nahrungsversorgung aufgebaut hast. Ich habe einen Apfel. Hinten im Raumschiff mit der Kiste, da waren wir schon, Kollege. Da waren die Anfangssachen drin. Nee, ich glaube, er redet von dem Triebwerk. Aber das ist ja so dermaßen spoily. Das ist ja. Ich habe mich geweigert, das mitzunehmen. Ja. Weil das ist ja ultra-assi. Da unterm Triebwerk ist noch eine Kiste versteckt. Ja, danke schön. Werde ich bestimmt auch schon jetzt gucken in dem Moment. Wow. Hier können wir Wasser machen. Hier, die Singer sind getrocknet. Und was haben wir davon? Das weiß ich nicht. Katze, was hast du da gemacht? Was denn? Das war Rotten Flesh, damit wir was zu essen haben. Das Beef Jerky. Ah. Monster Jerky oder Beef Jerky. Wie kriege ich das ab? Mit Rechtsklick? Ich will nichts kaputt machen. Es gibt Compressed Crooks. Okay, danke schön für den Tipp. Ah. Dann hänge ich mal auch Neues auf. Hier, Miri, mach die mal nützlich. Aber ich habe... Willst du mich schlagen damit? Nein, du sollst damit den Baum hier mit... Warum nicht? ...kaputt machen. Welchen? Den Baum. Den grün? Da ist ein Wurm rausgefallen. Ich bin so mal eklig. Ich bin so mal eklig, Miri. Würmer finden mich eklig. Ja, echt mal. So, jetzt ist die Katze wieder da. Hi. Ich bimm's die Katze. Oh, da sind ja immer noch eine Menge Zombies unterwegs hier. Die Hexe stirbt immer noch. Die heilt sich die ganze Zeit gegen. Ja, natürlich heilt sie sich. Das hat die andere auch schon gemacht. Oh, Hilfe. Gott, ist das ultra-assi, Alter. Ich hätte zwei Würmer. Möchte jemand Würmer? Nein. Zum Essen? Mit so einem Wurm? Hä, was ist das denn hier? Wieso gibt's denn jetzt nur noch diese... Was ist denn mit dem anderen Baum? Soll ich den auch? Was sind denn das für neue Sieves? Heavy Oak Sieve und normalen Oak Sieve? Damit kannst du Compressed Sachen dann sieven. Was? Ja. Aha. Toll. Was möchtest du von mir, Miri? Soll ich den weißen Baum auch abnehmen? Nee, ist noch nicht fertig, sonst... Aber der ist doch schon halb weg. Ja, aber die anderen sind noch nicht fertig infiziert gewesen, die Blätter. Aber hier, bitteschön, ich habe ein Oak Sieve. Darf ich sie weg? Aber da ist doch jetzt kein Netz drin. Wie sollen wir denn da was durchsieben? Indem du jetzt mit Strings ein Netz draus machst noch. Ja, siehst du, da hast du jetzt einen abgebaut und noch nicht fertig. Nein, die waren doch alle fertig. Nein, der eine war noch nicht fertig. Der hier hinten, die zwei hier hinten sind noch nicht fertig. Aber alle anderen sind fertig. Ja, okay, ja, egal, zwei. Mach's weg. Was weg ist, weg. Ja, aber auf die warte ich doch noch. Die anderen waren doch schon fertig. Okay, Entschuldigung. Also, was für ein Netz muss ich machen? Katze? Hier, ich hab. Bitte was? Strings. Wie heißt das Ding jetzt, was ich machen muss? Miri. Miri. Oh. Was musst du denn machen? Ein Sieve. Ja, aber ein Sieve hab ich. Da, steht da. Da. Ja, und dann gehst du auf AddX. X. Das ist Omnia, das ist aber. Oh. Das ist hier, wie heißt das? Mesh wahrscheinlich, oder? Ja, Mesh. M-E-S-C. M-E-S-H. Entschuldigung, Mesh. Ach, du ahnst nicht. Doch, ich hab's ja gerade gesagt. Ich hab's gefunden. Ist gut. Weißt du, was mir gerade auffällt, Baloui? Nein. Hier, nur damit du das genau siehst, das muss noch dahin. So. So, jetzt habe ich das Ding hier. Ich bin so gut. Das ist ein Kopf! Was kann man jetzt hier durchsieben? Ganz normal Dirt, richtig? Geh davon aus. So, ich mache jetzt die Wasserquelle draußen kaputt. Miri, würdest du hier bitte hier das Dings abbauen hier? Aber das fand ich eigentlich ganz schön. Nein, wir brauchen das Holz. Draußen. Haben wir schon Eimer? Wir haben noch gar keine Möglichkeit für einen Eimer. Das wäre dämlich. Aber ich kann hier schon mal jetzt meine Wasserflasche auffüllen. Wie hast du das gemacht? Einfach mit... Kaktus rein. Einfach Kakteen rein. Ja, wir brauchen ja noch mehr. Kakteen, kannst du bitte auch Erde machen. Dankeschön.
Wir brauchen Kakteen. Das heißt, alles, was größer gewachsen ist als 2, kannst du abbauen. Und hier in den rechten oder in den linken, also je nachdem, was leer ist, reinstopfen. Ich würde ehrlich gesagt so machen einfach. Was machst du jetzt, Katze? Was machst du da? Kunst. Kunst? Katze mag Kacke, meinst du wohl? Ja, mach halt so. So, die sollen einfach wachsen. Und dann? Wenn wir die auch noch zusätzlich benutzen, ohne dass wir dann in der Nacht die Mauer bauen müssen. Mein Charakter sagt, er ist überhitzt. Ja, schnell hüpf ins Wasser. Ja, wo? Da drin kühl? Nein. Wo ist das Wasser? Ins Wasser draußen laufen. Oh, ich bin überhitzt. Ja, aber das ist ein Monster. Feurio? Oh nein, ist wirklich ein Monster. Hätte ich doch nur das Dach gebaut. Miri mit ihrem blöden Dach, Mann. Was für ein Dach? So, warte, hier in die Quasserquelle, habe ich gehört, muss ich gehen? Okay. Ah, jetzt kühle ich runter. Macht am besten eine Kaktusfarm. Yo, machen wir. Insta, komm, ME-System, incoming. Letzte Woche schon eigentlich. Schon ja. Im ersten Run, der war nämlich gut. Da haben wir in 40 Minuten das Spiel durchgespielt. Soweit, wie man es spielen darf. Der Entwickler hat gesagt, wir dürfen nicht mehr. Befreie den Drachen in dir. Kaufe Empire Dragon Merch von Balui auf elbster.de. Der Link ist unten in der Beschreibung.